Ist das alles? Ist etwas nicht in Ordnung? Sie suchen das Schwert. Wahrer Blick? Euer Leben ist verwirrt! Iberion! Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Ja? Dein Befehl? So. Gewiss. Und ja, die Schriftrolle kann auch erstmal wieder zu mir zurück. Ja, sofort. So, das sind nochmal 4 Yeti-Pelze. Vielleicht kann uns der Magier daraus schön Umhänge weben. Oh, noch ein Yeti. Auf ihn! So, ein Yeti-Pelz ist allerdings noch nicht leicht. Ja, 15. Worum handelt es sich? Brauchst du kann mich? Ich helfen? Ich werde mich darum kümmern. Wie kann ich helfen? Woran so soll es geschehen? So, Lunastra, geh mal hier die Kisten. Erstmal gucken, ob Fallen dran sind. Dein Befehl. Einverstanden. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier die Fallen an ihre Kisten packen. Wenn es sein muss. Aber die Kisten sind verschlossen. Streitkolben. Kettenhemd. Wendigkeitstränke. Gnomenwerkzeug. Dieses abgeriffene Holz. Diese abgeriffene Holzkiste hätte einem sanften kleinen Werkzeug. Oh, Trank der Freiheit und Edelsteine. Streitkolben mal identifizieren. Streitkolben plus 1. Ich habe ja aber nicht Streitkolben, sondern Morgenstern beigebracht. Ja, und Flegel. Und praktisch. Kannst du trotzdem mal mit dir rumschleppen. Grimm, gib mal den Dolch und den Rumsäbel ab und nimm die schweren Sachen zu. Ja, so. Tränke. Das hier ist ein Feuerschutztrank. Können wir vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Gnomenwerkzeuge. Die sind auch nicht leicht. So. Was ist los? Ich tu's. Der ist leer. Hier war noch ein Edelstein und der ist auch abgeschlossen. Oh. Glyphe der Abwehr ist nicht schlecht. Ein Gebet. Trank der Schöpfer. Oh, Gebet ist sehr schöner Zauber. Ja. Das ist nämlich von Gesang die gute Version. Von der ich nicht verstehe, warum sie Gesang hat, aber nicht Gebet. Weil es dritter Grad ist. Gut, dritter Grad erklärt, habe ich ganz vergessen. Okay. Gut, okay. So.
So, Heiltränke sind verteilt. Trank der Schöpferkraft haben wir noch einen. Ja. Hatten wir davon nicht schon einen gefunden? Wer hat denn den? Ach, den hast du. Nee, den brauchst du erstmal nicht. Der kann hier rein, bis er mal gebraucht wird. Glyphe der Abwehr. Ja, das ist, wenn wir sozusagen eine Falle legen wollen, ist der gar nicht schlecht. Wundert mich, dass du den nicht verwenden kannst. Weil du stehst nicht in der Liste. Ja, Brücke oder... Jedes Wesen, das den geschützten Bereich betritt bzw. berührt, bekommt die magische Wirkung zu spüren. Bei Gelingen eines Rettungswurfs gegen Zauber kann das Opfer der Wirkung allerdings entgehen. Glyphen verursachen in der Regel 1 bis 4 Schadenpunkte durch Elektrizität pro Stufe des Anwenders. Ja, verschwinden verlässt der Anwender den Bereich. Den Heilzauber packen wir mal weg. Dieses Zelt ist einfach, aber eindeutig von den Menschenhand erstellt worden. Niemand anders als der Yeti muss diese Höhle bewohnen. Dieses kleine Zelt enthält mehrere Kisten. In Ordnung. Und ansonsten ist hier nichts mehr. Brauchst du mich? Okay, heilen wir mal. Ein bisschen gegen. Vita. Sag, was du von mir willst. Sofort. Weiter. So, wenn wir gucken, ist da drüben noch eine Krypta. Wir sind jetzt allerdings schon so voll beladen. Hagrim ist verlangsamt. Ah. Wie kann ich einverstanden? Okay, sie kann dein Befehl in Ordnung. Den Yeti-Pets auch noch tragen. Okay, nein, da oben sind Schatten. Das heißt, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück mit dem ganzen Yeti-Pelz und dem Erbstück. Wobei ich noch mal kurz in diese Krypta gucken möchte. Weil wir haben wahren Blick bei unserer Priesterin. Geben. Ob sie was mit dieser Nische anzufangen weiß. Woran ist, wenn es sein muss? Mein wahrer Blick erkennt normalerweise Illusionen, aber hier scheint wirklich keine zu sein, außer... Ja, in Ordnung. Sie ist wirklich gut versteckt.
Ich hätte nämlich gedacht, dass man da einen Durchgang nach oben aufmachen könnte. Steht etwas über wahrer Blick? Nein, und wir können es auch nicht anklicken. Sag, was du von mir willst. Gewiss. Zurück nach Kuldaha. Vorwärts! So, ich glaube, das Erbstück müssen wir in den Rucksack packen. Wie kann ich helfen? Gewiss. Habt ihr das Erbstück schon gefunden? Hier, es befand sich im Bauch einer der größten Yetis. Ich glaube nicht, dass Silas überlebt hat. Aber Silas, zumindest reicht das Erbstück nun an meine Söhne weitergeben. Aber bitte nehmt dies. Das ist das Mindeste, was ich euch für eure Mühen geben kann. Gern geschehen, lebt wohl. Oh, wieder ein Stufenaufstieg für Elana. Und eine Schleuder. Ah. Habe ich noch einen Identifizieren-Zauber übrig? Ja, hätte ich, aber dem spare ich mir lieber für besondere Fälle auf. Ist etwas nicht in Ordnung? Okay, ein Stufenaufstieg. Rettungswürfe reduziert. Um 1 jeweils. Zusätzliche Waffenfähigkeit. ETW 0 reduziert um 2. Priesterzauber, Trefferpunkte. Okay. Streitkolben. Hätte ich dann gerne bei ihr. Dann kann sie nämlich den da benutzen. Und neue Zauber. Furchtbann mal reinnehmen und noch einen Heilzauber reinnehmen. Dein Befehl. Es soll geschehen. Erledigte Aufgaben. Miriks Erbstück. Wir haben es geschafft, Mirik aus Kuldaha sein Familienerbstück wiederzubringen. Hat er noch was für uns zu sagen? Schön, euch wiederzusehen. Ich hoffe, eure Reise war erfolgreich. Da sagen wir einfach, ich bin noch nie so viel in meinem Leben gewandert. Lebt wohl, Mirik. Ja. Dann wollen wir mal zum Oryx-Turm. Mirik hat nämlich gemeint, er könnte uns was aus dem Yeti-Pelz herstellen. Wenn nicht, gucken wir, was wir hier so alles verkaufen können. Vor allem beim Schmied. Vorwärts! Es soll geschehen! Ja. Aha, die möchte gerne Retter Kuldas hin zurück. Es freut mich, dass ihr euch noch nicht habt umbringen lassen. Was kann ich diesmal für euch tun? Mirik hat erwähnt, dass ihr vielleicht etwas mit diesem Yeti-Pelz anfangen könntet. Yeti-Pelze sind nicht gerade das beste Material zum Arbeiten, aber Conland und ich können vielleicht einen Lederharnisch daraus machen. Er ist ein bisschen gröber und starrer als Leder. Ich werde einige Verzauberungen in das Material einfügen können, während er aushärtet. Aber dafür ist viel Material erforderlich und einige kostspielige Zauberzutaten. Wir brauchen wahrscheinlich 10 Pelze und sagen wir 2500 Gold. Okay, kein Interesse, weil ich habe gerade das Geld nicht. Kann ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein? Ja, ich möchte gern Zauber kaufen. Ja. Gut. Schmieren kann ich verkaufen. Stinkende Wolke mag ich auch nicht so sehr. Furchtbaren Glück, das können wir alles noch in Schutz vor Versteinerung behalten. Ja, in Ordnung. Sofort. Gewiss. Gut, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt noch hier runter. Also 10 müsste ich behalten, 6 könnte ich verkaufen. Okay. Dann wäre
ich jetzt hier mal das Spiel speichern. Das wäre jetzt LP004. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.